Sprechen wir also zunächst mit Bernhard Tenkow, viele Jahre Leiter der Abteilung Innovation, strategische Analyse und IT-Beratung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der KBV. Bernhard, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal über MIOs gesprochen haben. Unsere Zuschauer wissen jetzt zwar, was MIOs sind oder haben zumindest einen gewissen Eindruck darüber, aber vielleicht kannst du doch mal schildern, was geschah mit diesen ersten vier MIOs, die ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag drin standen. Ja, die KBV hat die Aufgabe zugeordnet bekommen, tatsächlich die Inhalte für die elektronische Patientenakte zu standardisieren und zu definieren. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass wir so eine Art grundsätzliche Strategie, so eine Art Masterplan brauchen, in der wir eben tatsächlich diese Standardisierung für die Interoperabilität vorwärts treiben. Und wir hatten dann so einen Plan, dazu gehörte auch der Impfpass, den hatten wir schon mal so ein bisschen voruntersucht, das zahnärztliche Bonusheft, der Mutterpass und das Kinderuntersuchungsheft. Und das war Kernarbeit, vor allem auch des letzten Jahres, das inhaltlich zu entwickeln, zu erarbeiten, in Modelle zu packen, zu annotieren. Und toi, 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 muss man sagen, erstens dank der guten Kooperation, der vielfältigen Unterstützung, auch der offenen Ohren, die wir gefunden haben, haben wir festgestellt, dass wir hoffentlich jetzt einen Weg gefunden haben, der ausreichend beteiligend und trotzdem zielführend genug ist, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Es geht ja vor allen Dingen um einen Prozess. Ja, es geht ja bei euch nicht nur darum, dass man etwas baut, sondern auch, dass man etwas pflegt. Und das hat man jetzt ja beim Impfpass auch gesehen. Man muss ganz klar davon ausgehen, dass es nicht so sein wird, dass man einmal so ein MIO, sei es für Impfpass, Mutterpass oder was auch immer, einmal definiert und dann ist gut, sondern es muss grundsätzlich eine Struktur sein, die eben pflegbar, die lebbar, die weiterentwickelbar ist, damit man erstens auch der Dynamik folgen kann, die in diesem System drin steckt, aber natürlich auch einer medizinischen Fortentwicklung und auch sicherlich eine Fortentwicklung des Bedarfs in so einer elektronischen Patientenakte weiterhin das Ganze unterstützen kann. Der Gesetzgeber hat ja diese ersten vier MIOs als Thema in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wie kommt die KBV oder wie kam die KBV auf die Idee, die Pflege in den Fokus zu rücken? Schon sehr früh war es so, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass eben das sektorenübergreifend auch an internationalen Standards ausgerichtet sein soll. Und Pflege ist eben tatsächlich jetzt aus der Sicht des Patienten ein wesentlicher Teil der Versorgung, der aber eben auch eine große Berufsgruppe ist, die wir hiermit integrieren wollen. Du hast eben schon gesagt, dass ihr auf glücklicherweise auf offene Ohren gestoßen seid. Für euch ist das Einbinden der Stakeholder bei den MIOs hat das eine große Bedeutung. Bei dem Pflegeüberleitungsbogen, den ihr entwerft, habt ihr sogar noch einen draufgesetzt, wenn man so sagen will. Ihr habt einen Pflegerat eingerichtet. Was ist das genau und wie lief das bisher? Wir haben eine ganze Reihe von Pflegeverbänden hier mit letztendlich angesprochen, integriert. Und ja, es ist, muss man ganz klar sagen, weniger menschlich als tatsächlich schon eine gewisse fachliche Herausforderung, die verschiedenen Strömungen hier tatsächlich an einen Tisch und unter einen Hut zu bringen und immer wieder darauf zu fokussieren, dass es nicht darum geht, eine Pflegetheorie oder ein Pflegebild oder eine Pflegesystematik hier anderen gegenüber überlegen, abzubilden, sondern dass es darum geht, die Gemeinsamkeiten, die in diesen verschiedenen Systemen drin sind, letztendlich so abzubilden, dass Informationen letztendlich über die elektronische Patientenakte von einer Systematik auch in die andere Systematik überführt oder zumindest dort nutzbar gemacht werden kann, um diesen Informationsfluss letztendlich zu befördern. Und ihr habt als KBV der ganzen Sache auch noch einen extra Rahmen gegeben. Und das ist für uns eine gute Gelegenheit, mit Uta Rittberger zu sprechen von der MIO 42. Wir nehmen Sie gerne in die Mitte auf. Frau Rittberger ist nun die Projektleiterin Digitalisierung bei der MIO 42. Herzlich willkommen.
Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist erst seit April diesen Jahres und Sie sind jetzt dort, um das Thema MIOS unter anderem weiter voranzubringen. Der Pflegeüberleitungsbogen wird ja weitergehen. Können Sie was sagen zu den Plänen und vielleicht auch zu den Zeithorizonten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist es gerade so, dass wir mitten in der Erarbeitung des sogenannten Informationsmodells uns befinden, natürlich in ganz enger Abstimmung mit dem von Bernhard Tenkow erwähnten Pflegebeirat. Dabei gibt es insbesondere vier wesentliche Abschnitte. Der erste Abschnitt ist das sogenannte organisatorische. Im zweiten Abschnitt geht es um soziale Aspekte und im dritten sogenannten Abschnitt Schnittmengenelemente, da geht es um alle relevanten pflegerischen Inhalte. Und dann gibt es noch einen vierten Abschnitt, wo man optional auch ergänzende Angaben machen kann. Die Herausforderung ist ja, dass es gerade insbesondere bei dem Überleitungsbogen keine einheitliche gesetzliche Vorgabe gibt. Also es gibt kein etabliertes Papierformat, wie es beispielsweise beim Mutterpass oder auch beim Impfpass vorliegt. Und daher möchten wir uns gründlich Zeit nehmen, um für möglichst eine ideale Ausgestaltung in der ersten Version vorlegen zu können. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu dem Kommentierungsverfahren sagen? Kann da jeder mitmachen, der da mitmachen möchte? Oder? Also das Kommentierungsverfahren, wie gesagt, startet dann im Januar 2022. Und da sind im Prinzip alle Personen aufgerufen, aktiv sich daran zu beteiligen, um damit eventuell noch Änderungen oder Anpassungsbedarf vornehmen zu können. Und insbesondere die benehmensrelevanten Organisationen und Verbände sollen sich natürlich darüber hinaus beteiligen. Und dann folgt die Benehmensherstellung. Da sind dann tatsächlich benehmensrelevante Organisationen und Verbände dann berücksichtigt, insbesondere die auf Bundesebene arbeiten. Ja. Wir haben im Rahmen dieses Webinars haben wir auch schon über Terminologien gesprochen. Das ist ja ein Bereich, der durchaus auch Teil der quirligen Diskussion ist, ob man Codierung benutzt oder nicht. Und eines dieser Terminologien, die man dort natürlich durchaus im Auge haben kann, ist ja SNOMED CT. Darüber haben wir in diesem Webinar vorher auch schon ein wenig gehört, über die Vorteile. Nun ist SNOMED CT natürlich in Deutschland erst im Januar diesen Jahres eingeführt worden. Und wir haben auch natürlich noch ganz viele englische Begriffe. Wie sehen Sie die Idee, diese Begriffe tatsächlich dann auch für die Pflege im Deutschen zur Verfügung zu stellen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, sobald die Abstimmung zum Informationsmodell erfolgt, das kommt ja die semantische Annotation. Das heißt, hier wird dann die Codierung vorgenommen, vorrangig SNOMED codiert. Und diese existieren ja vorläufig in englischer Sprache. Und für den weiteren Verlauf wollen wir uns dann als MIO 42 mit dem BfArM dazu abstimmen, damit wir gemeinsam mit denen eine deutsche Übersetzung vornehmen können. Und das Ziel ist natürlich für uns, insbesondere für die Pflegekräfte, dass deutsche Begriffe verwendet werden. Ja. Und die Codierung soll lediglich im Hintergrund laufen. Das heißt also, die Pflegekräfte sollen explizit nicht mit diesen Codes arbeiten. Das ist nochmal ganz wichtig an der Stelle. Das Schöne an SNOMED-Codes ist, dass man sie ja gar nicht auswendig lernen kann. Deswegen richtig. Zeigt das auch ziemlich deutlich, dass man das nicht im Vordergrund hat, sondern eigentlich die Dokumentation im Vordergrund steht. Es gibt ja noch weitere MIOs. Wie geht das Thema weiter? Da gibt es ja noch viele andere Bereiche, die auch noch MIOfiziert werden müssen, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also die mit einer MIO durchaus ausgestattet werden können. Können Sie da so ein bisschen einen Vorgucker geben für das, was Sie jetzt schon wissen, was da noch kommen wird? Also wie gesagt, der Überleitungsbogen ist ja das erste pflegebezogene MIO, ne? Und soll natürlich auch nicht das letzte MIO im Pflegebereich sein. Mit Hinblick auf die Erweiterung denken wir auch, dass es zum Wundbericht oder auch zum Hygienebericht weitere MIOs geben wird. Gut, also wir sehen, dass das Thema MIOs für die Pflege einen großen Stellenwert eingenommen haben. Wir haben den Pflegerat. Wir haben einen Plan darüber, dass es auch noch mehrere andere Pflegedokumente geben wird. Und ich glaube, wir haben durchaus den Eindruck bekommen, dass auch wenn du jetzt gegangen bist, dass das in guten Händen ist. Und eines der Ziele dieses Webinars soll auch sein, dass man die Angst davor verliert, einfach auch auf Leute zuzugehen und zu sagen, was macht ihr da oder kann ich dazu was beitragen? Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil auch im Bereich der Pflege, das ist bei den Ärzten natürlich auch nicht anders, Bernhard, auch natürlich eine gewisse Sorge da ist, dass man jetzt SNOMED-Codes auswendig lernen muss oder überrannt wird von irgendwelchen Computerprogrammen. Das ist sehr schön, dass man merkt, dass das auch durchaus sehr angenehm sein kann, mitzumachen, eigentlich auch die Aufforderung dazu, mitzumachen.
Also nochmal vielen Dank an beide, hier heute mit dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, Kai.